Ich begrüße jetzt Lena Högemann von der Tacheles-Redaktion. Herzlich willkommen. Was schreiben denn unsere Nutzer zum Thema, was ist eigentlich gerecht im Internet? Also bei uns im Forum, da gibt es auch sehr unterschiedliche Positionen zu dem Thema, ähnlich wie hier. Eine Nutzerin wendet sich direkt an Lasse Becker, der ja hier schon von Gerechtigkeit durch Bildung gesprochen hat. Und dazu schreibt sie, das klingt ja wirklich sehr nett, aber was nutzt zum Beispiel eine ordentliche Berufsausbildung, wenn man trotz dieser so wenig verdient, dass man gleich bei Hartz IV ist oder im Zweifel noch aufstocken muss? Ein anderer Zuschauer meint, solange Reichtum durch Spekulation lukrativer ist, werden Arbeitsplätze abgebaut und nicht geschaffen. Und er sagt, die Folge sind allgemeine Verarmung, Arbeitslosigkeit, Minijobs und Familien- und Gemeinwesen würden dadurch regelrecht zerstört. Der sieht das sehr negativ. Mhm. Und ein anderer Nutzer, Roland, schreibt zu unserem Sendungstitel, der heißt ja, ist sich jeder selbst der Nächste? Da sagt er, jeder sollte sich erstmal um sich selber kümmern, bevor ihm der Staat Vorschriften macht. Mhm. Er fordert Steuern und Sozialabgaben senken und weniger Regeln für die Wirtschaft. Mhm. Vielen Dank, Lena Högemann von der Tacheles-Redaktion. Sie können im Übrigen natürlich weiter mitdiskutieren auf tacheles.tv.